Na, sammelt euch alle, wir haben ein Starblitz bekommen. Promi-Fotos an der Wand. Wer ist der Schlauste am Starstrand? Heute gibt es die Gehirnparade. Die Wand der Wahrheit enthüllt, was Deutschland wirklich über seine Reality-Stars denkt. Das Thema lautet heute Intelligenz. Für mich sind schlaue Menschen, die eine Brille anhaben und so Bücher. Jetzt müssen die Reality-Stars gemeinsam alle ihre Fotos in eine Reihenfolge bringen. Links intelligent, rechts dumm. Anschließend werden die Stars die Wahrheit erfahren. Welcher Star ist wirklich schlau und wen findet Deutschland dumm wie Brot? Natürlich möchte man nie ganz hinten sein. Und das ist natürlich gleich wieder ein Spiel, wo man sich dann wieder in die Haare bekommen könnte oder wo es dann auch gleich eskalieren könnte. Für jede richtige Position wird ein Kleiderschrank geöffnet. Oh mein Gott, bitte, ey, wir müssen, ey, bitte. Bitte, 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 wir müssen alles geben, bitte, okay? Ich brauche meinen Schrank, ey. Also, wie Deutschland denkt, nicht was wir denken. Aber ich denke, ja. Ja, aber ich denke. Aber das wird auch wieder sehr klischeehaft sein. Wir müssen auch klischeehaft denken. Ja. Ne? Aber ich glaube, wir sind alle dumm irgendwie, oder? Weg mit sexy, her mit der Intelligenz. Auch die heutige Hitparade kriegt ihr eigenes Brett. Man darf das natürlich jetzt nicht so überbewerten. Und ich kann immer nur sagen, man darf auch sich selber nicht so wahnsinnig wichtig nehmen. Wir müssen wieder die Eitelkeit ausschalten. Johannes 1. Ich sage 1, sagt Deutschland. Wer ist dafür, dass Johannes 1 ist? Ich. Johannes 1? Ja, Johannes 1. Ja, ich würde dich 1, du bist 1, du bist 1. Das hat mir natürlich total geschmeichelt, als alle gesagt haben, okay, Johannes, ganz klar Nummer 1. Ich wollte den, es war so ein kleiner Diss. Auf Platz 1. Er hat es mir auch gnadenlos abgenommen. Als dann sogar Willi sagte, hey Johannes, ganz klar Nummer 1, ging es natürlich noch mal drunter wie Öl. Der Willi hat ja gesagt, der Johannes wäre intelligent. Ich glaube, der Willi spricht fließend sarkastisch und hat dem Johannes damit eingedrückt. Und so wählt das Team Johannes zum Einstein der Reality. Die Kate würde ich bitte schon ziemlich weit vorne. Nein, 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 nein. Sandy vorne. Sandy vorne. Vorne. Und auch die Georgina würde ich weiter vorn, weil ich so. Nee, nein, Georgina dann nicht. Die sagen, die ist hohl wie Kotelett. Man sagt ja so, sei schlau, stell dich dumm. Also. 5. Willi. Wer ist für Willi? Hand Willi. Hoch. Ich auch. Schwierige Aufgabe. Sie können ja leider nicht alle auf den letzten Platz setzen. Okay. Sie hat auf ihrem Foto hat sie Tattoos, hat rote, extrovertierte Haare. Und sieht total dämlich aus. Hand hoch, wer ist für Momo? Ach. Ist die Mehrzahl. Das ist halt dieses oberflächliche Denken, dass die Leute eigentlich ein Foto sehen und sagen, boah, die mit ihren Tattoos und mit ihren Titten, die ist doch bestimmt saudumm. Da gibt es eben das eine Thema, dass hübsche Frauen, dass die Assoziation leider so ist, dass hübsche Frauen selten als die, ja. Das ist halt so, als die, die. Also der Spruch vom Johannes, hübsche Frauen sind nicht sehr helle. Also das war ja überhaupt nichts. Das ist jetzt ja gar nicht sexistisch oder so. Wir sind hübsch und wir sind schlau. Also und intelligent sind wir auch. Und hohes IQ haben wir. Willi hat den respektablen 5. Platz bekommen. Aber Johannes möchte das noch mal hinterfragen. Wer glaubt, dass Willi weiter hinten ist? Mal Hand hoch. Er macht Schlager auf Mallorca. Das ist jetzt nichts Bewertendes. Ja, Willi ist jetzt nicht die heißeste Kerze auf dem Kuchen. Nein, es ist nichts Wertendes, aber denk nur an den Wendler. Mit der Aussage, Willi macht Schlager, singt der Ballermann. Ich will ja nicht sagen, dass es dumm ist, damit hat er dich gerade ziemlich viele Feinde gemacht. Okay, hört Blödes, vergiss schnell mal raus. Aber natürlich, schon passiert. Es ist so eine Intelligenzsache so. Ich lasse ihn einfach reden. Er versucht ja, das sind alle Spitzen, die der verteilt. Ich bin da nicht doof. Ja. Ein Mensch intelligent ist, kann über sich selber lachen, hat Humor. Den fehlt Johannes. Johannes probiert das mit Coolness zu überspielen und probiert andere Leute immer nur fertig zu machen. Und das ist eine schlechte Attitude. Ich würde Willi eigentlich hier sehen. Schlager singen auf Mallorca, da denkt man jetzt sicherlich nicht, dass der auch einen Nobelpreis bekommt. Johannes. Also ich glaube, Momo ist... Momo, mach mal auf 5, Bruder. Glaubst du echt? Er hat diesen treu-blöd gesagt, diesen treu-doofen Blick. Krass. Ich würde nie glauben, dass er mich überlisten würde. Und jetzt denkt er sich, ja genau, Bruder, hab ich schon nichts. Fertig. Die Stars haben sich nach ihrem Intelligenzgrad eingeordnet. Dann kommt jetzt die Lösung.
Wie sieht es das Publikum? Für jeden richtigen Platz gibt's einen offenen Schrank. Nummer eins ist, meine Damen und Herren, Andrea. Oh, super. Ja. Oh, sehr schönes Gefühl. Danke, danke, danke. Das Fuchs den. Dann Fuchs den. Weil alle haben den auf eins gesehen. Oh, Johannes. Und die Nation sagt, nee. Natürlich verletzt sein, ich bin da ja auch eitel und hätte mich auch gerne auf Platz 1 gesehen, aber ihr habt entschieden. Platz 2 ist, liebe Leute, Melissa. Ich dachte, die Männer sind alle vorne. Super, oder? Das hat mich mega gefreut und ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass ich auf Platz 2 bin. Platz 3 ist Sandy. So, machen wir Dings runter. Okay, scheiße, ist alles falsch. Ja, ich freue mich sehr, weil mein Lehrer gesagt hat, ich bin ein Idiot. Platz 4 ist Momo. Krass, Mann, wir haben dich alles unterschätzt. Ha? Platz 5 ist Sam. Platz 5 ist Sam. Mist, also wir sind echt komplett falsch. Platz 6 ist Johannes. Nicht 1, sondern 6. Johannes hat sich für super intelligent gehalten, aber im Endeffekt war er gar nicht vorne. Ich halte mich selber schon für einen schlauen Kerl. Ah, Diana, okay. Ich wusste, yes, ich hab die 7. Meine Lübe. Also ich weiß, dass ich viel im Kopf habe, also viel in meinem Köpfchen. Platz 8 ist Kate. Platz 9 ist hoffentlich irgendwas Richtiges. Jana. 10 ist Willi. Okay, es bleibt eine Hoffnung. Ist doch super, geil, ich will leben, ne? Platz 11 ist Taisia. Und Platz 12 ist dann Georgina. Das heißt, ein Schrank, das ist mein Schrank. Das geht auf meine Kappe, oder? Platz 12 ist Georgina. Georgina, du rettest mein Schrank wieder sein. Einmal. Ich bin ein ganz toller Reality-Star, gut einzuschätzen, ne? Genau. Glückwunsch zum 12. Platz von 12. Ja, ich finde, der hat mir schon zugestanden, aber ich dachte jetzt, ich spiele fair. Und ich spiele hier gerecht und in der Gruppe. Wir losen aus. Okay, Mist, scheiße. Faire Aktion von Miss 12, aber wer darf bei der Verlosung mitmachen? Brauchen die Zwillinge wirklich beide Schränke? Andrea? Andrea hat auch keinen Schrank, ne? Ja. Ich finde, die Zwillinge, ganz ehrlich, die können sich doch ihre Sachen teilen. Ja, eigentlich ja. Das ist ja auch, ne? Eigentlich nur wir vier. Ja. Ihr könnt euch doch eure Sachen noch teilen weiter zusammen, oder? Ich verstehe, aber ich meine, ja, ich mag ja eine Sache nicht so gerne. Ich verstehe nur, das sind alles meine. Ich fühle mich nicht wohl in deinen Sachen. Da kommt dieses Aber, wo ich 1000 schöne Kleider mitgenommen habe. Und das ist meins. Ich bin da die Kleidung gewöhnt. Und ich möchte mich so wie ich fühlen. Also Taisia und Jana sind Zwillinge, haben die gleiche Größe. Meine Kleider, ich fühle mich unwohl in deiner Kleidung, Jana. Ich fühle mich richtig unwohl, weil ich habe meine Kleider und ich möchte auch meine Kleider anziehen. Das Problem ist, die zwei Zwillinge können nicht logisch denken. Die können nicht logisch denken, dass sie die gleiche Kleidergröße haben und das gleiche Alter und dass sie Zwillinge sind. Vergessen sie dann irgendwie, wenn sie einen Kleiderschrank offen haben. Wenn meine Schwester hier wäre, würde ich auch mit ihr einen Schrank teilen. Hilft alles nix, die Zwillinge bleiben hart. Also einer zieht Probleme mit dem Schrank. Ja, bitte zieht mich. Wie viele Männerschränke sind zu, wie viele Frauenschränke sind zu? Und das geht ein jetzt Männerschrank. Nicht. Wen hast du gezogen, Willi? Ja, aber ich kann ja auch. Sam! Oh. Nein! Ich freue mich wenigstens für dich, wirklich, aber ich fühle mich jetzt wieder scheiße. Hier sind zu wenige Mädchen mit Schrank, deshalb und wenn ihr euch denkt, Bikinis haben die Mädchen, Ohrringe, Brillen, ganz verschiedene Oberteile, ohne diese Dinger, mit BHs, Kleid, ohne Rot, Rosa, Pink, komplett anders. Sam hat genug. Frauen brauchen mehr den Schrank als Männer. Die Jungs haben T-Shirts, Shorts, Schlappen ohne Schlappen.